So, mal gucken. Was ich testen wollte. Erst mit dem Buff hier. Wir nehmen mal Thunderclap auf die Hosen. Und dann nehmen wir Rage-Generierung auf die Hände. Und dann gucken wir mal, ob wir damit vielleicht Threat halten können. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also nicht gegen, nicht gegen Hunter, Hunter-Dings. Keine Chance. Die ballern so rein mit ihren neuen Fähigkeiten. Können wir direkt wieder vergessen. Wir gehen auf der Donner und verwüsten. Full Tank, ne? Mit Einhandwaffe, auch wenn es weh tut, aber anders wird es nicht werden. Wir müssen rein sundern und wir müssen mit Devstance klappen. Tut weh, aber ist so, ne? Die Zeiten sind vorbei. Es wird zu viel Damage gefahren. Das Ding ist nämlich, normalerweise hast du als Warrior einfach alle outdamaged als Tank. Und deswegen hast du Akku gehalten. Aber jetzt mit den neuen Runen outdamagen dich alle. Und da ist nichts mehr mit Akku halten. Dann ist vorbei. Vor allem nicht, wenn du dann mal irgendwie ein, zweimal verfehlst, so wie ich gerade. Da machst du nichts mehr. Liegt doch daran, mein Schwert ist noch nicht geskillt. Mir fehlen noch 10 Punkte. 20 vielleicht auch. Ich hau ich mir hier das Damage Meter hin. Ja. Interesse. Er spielt sie bisher sehr, sehr angenehm. Also wirklich. Das Level ist cool, dass immer mal diese Runen, die du findest und so. Das macht das alles sehr erfrischend. Noch ein Schleim, ja. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch ein Schleim irgendwo. Guck mal, ich komme da gar nicht mehr gegen an. Holy moly. Ist da wieder Zeit zum Antanken? Ist sie wieder gekommen, Leute? Drei Sanders abwarten? Nein, ich meine, es geht ja. Sobald ich so ein Thunderclap drauf habe, dann ist alles cool. Stimmt, der Schildblock kann ich hier durchgehend usen. Right? Ich hatte noch den Vodka-Schildblock im Kopf. Okay, ich habe ein Update gefunden. Sehr schön. Ich habe einen Gesu bekommen, ne? Den habe ich mir mal gegönnt, den Gesu. Den habe ich den Gesundheits... den Dings gönne ich mir auch mal. Da hätte ich noch ein paar Granaten bauen können, ne? Das wär's. Und ich muss mehr bleeden, aber das Problem ist, wenn ich bleede, habe ich keinen Threat in der Zeit. Ne, das Ding ist, diese Wächter hier, die machen einen Shout. Ja. Also die rufen nach Hilfe. Und wenn die in einer doofen Position stehen, dann kommen alle Leute angerannt. Deswegen kamen sie gerade alle von links. Aber gute Updates bisher. Ehrlich gesagt macht Tanken Spaß.
Vielleicht tanke ich doch noch irgendwie Second Spec oder sowas. So, drück mir die Daumen, wir brauchen ein Schild. Bitte, bitte. Wenn das hier droppt, ist GG. Wenn das droppen sollte, ja, bin ich cool. Stopp nicht, schade. Nur der Mist ist gedroppt. Oh. Ich bin leider nicht cool. Eigentlich recht oft? Nee, nee. In Classic WoW, also Vanilla, ist das hier verdammt selten. 13% Chance. Also die sehen fast gleich aus. Ja? Aber das ist das Gute und das ist das Billige. Und mit fast, also 10% Chance ist nicht so viel, finde ich. Also das, du hast eine komplett andere Loot-Table in Vanilla WoW. Verglichen mit Rita WoW. Du hast zum Beispiel manche Bosse in Verlies zum Beispiel, droppen gar nichts. Also gar kein Rare-Item oder nix. Ein Furz droppen die. Okay, wir gehen erstmal hier runter, würde ich sagen. Der Schild ist schnell gefarmt. Nicht unbedingt, ne. Du brauchst Leute, die mit dir reingehen und ihre IDs opfern. Ne? Du kannst nur 5-mal die Stunde rein. Aber ja, also wenn du ihn wirklich aktiv farmen willst, kannst du ihn auch zu zweit farmen wahrscheinlich. Ich meine, wir werden ja 2-3 Mal reingehen heute. In das Ding. Laume, nehmen wir mit. Diese Soundeffekte von Tantau. Keine Rage, keine Rage. Konnte nicht kicken. Keine Rage gehabt. Ja, Rage habe ich richtig Probleme, aber ich habe auch einen richtig mistigen Speck drin, muss man sagen. Also ich habe irgendwie alles drin. Ich müsste hier reingehen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, wirklich Meta. Für Innie tanken. Die 3 Punkte in Thunderclap. Mit 25 einen halbwegs guten Tank-Spec, ja. Weil du hast als Warrior-Tank hier schon mal Death-Rating mit drin. Ne? Ja. Und du kommst auf Last Stand, glaube ich, noch. Und vielleicht sogar mehr Threat. Also ich glaube, du kannst als Warrior einen ziemlich guten Tankspec haben, weil die ersten Talente hier sind ziemlich, ziemlich gut. Revenge ist gut. Right. Für Dungeon. Trotz ist sehr, sehr gut. Death Rating ist gut. Hallo Mingi. Was ist das für eine Fähigkeit, mit der Schurken sich knapp 300 Meter Mob horten können? Shadow Step. Heißt hier, glaube ich, Shadow Strike. Ist, glaube ich, sowas wie Shadow Step, aber macht Damage. Kriegen sie, glaube ich, mit Level 3 die Fähigkeit.
Nice, ein Devia-Ding. Also, du wirst zwar nicht Crit-immun sein. Naja, so wie andere Tanks auf 25, aber das musst du, glaube ich, auch nicht. Also nicht mal auf 60 ist man Crit-immun normalerweise. Das kannst du eigentlich ignorieren. Und danke für den Follow, Mingi. Wunderschön. Also wenn du einen guten Raid hast, naja, kannst du es ignorieren. Weil du einfach gegen gepumpt wirst mit Healing. Ich habe gehört, Kisten sind Tank-Prio. Dann gebe ich direkt mal Oldwitch. Stachelige Keule der Heilung. Insane. Und dann ist hier noch Kupfer. Ich habe total die Diamond Flask vergessen. Die gibt es ja auch noch. Ich meine, ich könnte auf 25 auch tanken, ne? Was würdet ihr eher feiern? Tanken oder... DD. Ich meine, wahrscheinlich kann ich auch beides fahren. Sind wir ehrlich. Ich habe wahrscheinlich genug Zeit für beide Specs. Naja, Sugar, danke für den Follow. Ich meine, vielleicht Bock tanken, ja? Und... Maybe we need a dedicated tank. Und ich habe schon Ingenieurskunst. Wahrscheinlich muss ich aber Schmiedekunst mit hochmachen. Probably. Weil ich glaube, Schmiedekunst wird ziemlich gute Items haben. Zum Beispiel die Brustplatte, die ist ziemlich insane. Der Sweep geht durch, ich habe nicht so viele Kicks. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, wenn ich Dual wielden würde, ohne Schild. Wollen wir es mal versuchen? Mein Ultimate hat so viel Mana die ganze Zeit. Habe ich damit mehr Rage? Ich kriege auf jeden Fall mehr ins Gesicht. Und ich kann nicht mehr kicken. Ich habe keinen zweiten Ring, also der ist ein Upgrade. Ist neat, ne? So ist es. Arkan-Widerstand. Ist sogar... Warte mal, ist der Sleep nicht Arkan? Nee, ne? Glaub nicht. Vielleicht soll ich doch ein Schild anziehen. Ich habe mal doch eins angezogen. War vielleicht doch ein bisschen viel Damage. Aber was ich gemerkt habe, ich muss mehr meine Bleedings raufballern. Später ist dann halt die Überlegung,
was man speckt, ne? Ob man Full Devs geht oder. Vielleicht braucht man auch gar nicht Full Dev. Wer weiß. Tankwaffe. Muss ich leider noch lernen gehen. Habe ich nicht gerade Hosen gewonnen? Nee. Schade. Guck mal, der Dungeon ist noch nicht mal halb durch und meine Taschen sind voll. Das ist Tank Life, ne? Habe ich irgendwas, was ich rüber trainen kann zu Oldwitch noch? Nö. Ich glaube nicht, was er gebrauchen könnte, ne? Wisst ihr, was ich mal machen muss? Mein Makro umschreiben. Warteschlange 60 Minuten. Oh. 140 Minuten. Auf welchem Server bist du, Sangu, mit deinem Allianzler? Ah, Living Flame. Ali, okay. Ich habe gelesen, 140 Minuten einem Leveling Ali oder so. Ich habe mich verlesen, sorry. Was halt ganz gut ist, glaube ich, ist Charge. Sofort ein Bleeding drauf und dann swappen, weil dann hast du da ein gerades Bleed bekommen, der dir halt Rage gibt, ne, durch dein Talent. Ich glaube, das ist gar nicht mal so doof. Gar nicht mal so döselig, das Ganze. Okay. Priester hat eigentlich genug Mana, ne? Ah, Ali war gesperrt, da hast du gewartet, okay. Dann ist das aber ziemlich ausgeglichen, glaube ich. Wenn das dann auch wieder zurückgeht. Dann scheinen ja Leute dann doch Dings zu gehen, ne? Ich hoffe, ich bekomme den Mose 8, den brauche ich für Ingi. Mist. Drück mir den Daumen, dass die Robe droppt. Die Tankrobe. Mist. Holy. Aber ich bin mal so nett, oder? Ich meine, die sind schon ziemlich insane. Was sind denn so die alternativen Hosen für mich? Habe ich den Edelstein mitgenommen? Die sind schon im Zähnen, aber. Ja, hier geht nur noch auf den Boden spucken. Ja, da kannst du jemanden anspucken, leider. So, Dings ist hier, ne? Ohne Spaß, dieser AoE Shadow Bolt, ne? Holy moly. Seht ihr den? Das ist so insane. Guckt euch das mal an, bitte. Die ganzen Shadow Bolts, die da rausfliegen. What the heck? Das muss ziemlich bocken, glaube ich. Das ist einfach so verkleben mit Shadow Bolts. Ich glaube, das ist eine coole Sache.
Ich spiele erstmal so. Gibt erstmal keine Gilde von mir. Ja, Damage-Zahlen sind trotzdem noch solide. Schau mal. Die haben beide 2 Kammer Shadow Bolt in dem Cleave gedealt. Und ich meine, 20% weniger Schaden, aber dafür 3-mal so viele Bolts schießen. Also, grundmathematisch sollte das trotzdem viel mehr Damage sein. Im Endeffekt hast du mal 300% minus 20%. Macht das Sinn? Steht gegen die Schlangenlords. 240%, ja. Nicht 20% pro Bolt, aber auch wenn es pro Bolt wäre, also auch wenn es pro Bolt wäre, hätte sie ja trotzdem mehr Bolts. Weißt du? Also Single Target ist auf jeden Fall schlechter, aber wenn du 3 davon rausschießen kannst, sollte es besser sein. Theoretisch. Premix geht hier voll Loot raus, ich sag's euch. Genau, zweiter Hinzu schon 160% mehr Schaden, ja. Mit 25 außer Raiden, Berufe pushen, Flugrouten holen, mal den Charge schick machen, PvP, ja, Warzone machen wir auf jeden Fall. Warzone. Warzone machen wir. Ehre Farm ranken schon mal ein bisschen. Ne? Schon mal Rang 3 machen. Hexer und Hunter teilen sich Uhrenspot schon ganz gut. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Nerf kommt. Weil es ist nur das 25er Bracket. Ich glaube nicht, dass sie darauf aimen, das 25er Bracket zu balancen. Obwohl doch, sie haben ja schon genervt. Okay, was sage ich? Sie haben ja Paladin schon genervt. Also machen sie es ja doch, ne? Also kann es schon sein, dass was kommt. Und ich schimmel mit meinem Priester rum. Ich glaube mal, Priester geht auch noch richtig ab später. Da bin ich mir sicher. Habe ich alle eingefangen eigentlich jetzt? Ja. Der dazukommt, ist nicht so geil, aber Ulti wird auch noch genug Mana, ne? Vielleicht muss ich einmal potten, um mir ein bisschen zu helfen. Ich glaube, der hat das. Ja, hat er. 2Ks kann er noch machen, glaube ich. Jo. Easy. Der Shaman soll übel Damage machen. Das kann auch sein.
Aber das Ding ist, wenn jeder übel Damage macht, macht niemand übel Damage, oder? Gleich balanced. Ja, Verwüsten wurde auch genervt, das stimmt. Hast recht. Dann wäre auch schlimm gewesen, wenn ich im Akku halten könnte, ne? Das wäre Horror. Ja, ich hatte gestern... Gestern ist meine Warteschlange auf 2 Minuten gesprungen. Obwohl ich noch 5000 Plätze oder so hatte. Das ist halt immer so dynamisch in dem Moment nur. Weißt du? Also wenn auf einmal irgendwie 100 Leute ausloggen. Right? Irgendwie in einer Sekunde, dann denkt er das Ding, okay, der springt jetzt jede Sekunde 100 Plätze. Und dann sagt er dir, jo, du bist in einer Minute drin. Das ist ein bisschen Scam, leider. Titanischer Umhang. Na, den muss ich ja mal mitnehmen. Titan, da sehe ich mich. Sehr geil. Ich meine, meiner ist ein DPS-Umhang. Weil der ist so Threat-mäßig ein Messer. Tank-mäßig. 118 Leute im Stream, bitte ausloggen. Ich muss rein. Hat gestern geklappt. Tatsächlich. Cosmo hat sogar ausgeloggt für mich. Als ich in der Queue war. Zumindest hat er es gesagt. Auktionshaus läuft, glaube ich ja. Die Leute leveln Berufe, ne? Geht das Leder gut weg? Das waren die 1000 Plätze, genau. Weil ich überlege auch irgendwie ein bisschen Gold zu farmen. Für die ersten GDKPs dann. SW ist voll mit Taschenverkäufen. Ja, aber das Leder gut weggeht, meine ich. Also für wie viel, meine ich. Also wenn du jetzt ein Stack Leder farmst, ja, leichtes Leder, wird das Ding sofort verkauft. Oh, ich muss was machen. Ganz schnell. Relock. Jo. 3 Silber, 20 für einen Stack. Hm, das ist nicht so viel, ne? Obwohl, das geht. Ich meine, wie lange brauchst du so einen Stack zu farmen? Nika, ich weiß, ob sie das rentiert. Not sure.
Ups. Ich meine, schau mal hier. Ich loote hier eine gespaltene Zunge und ich krieg beim Händler so viel wie ein ganzes Stack leichtes Leder bei dir. Weißt du, wie ich meine? Also weiß ich nicht. Ob das. Hier, Banane. Wir gehen hier lang. Immer links. Immer links, immer links, immer links. Ich gehe hier immer links, Leute. Dungeon fünfmal die Woche. Fünfmal pro Stunde. Aber den Raid später einmal die Woche. Zweimal die Woche, sorry. Okay, das wird wieder ein ekelhafter Pull, ne? Mit den ganzen Cars und den ganzen kleinen Kram. Ich weiß, ich habe gerade einen durchlaufen lassen, aber ich habe eh keinen Taunt. Deswegen kann der einfach mal rumrennen. Ich kann ja nur einen sammeln, wenn ich einen Taunt habe. Na, wenn ich keinen Taunt habe, bringt es nichts, dass ich da hinterher kratsch. Krabbel. Hinter dem Mob. Genau, das stimmt ja. Also dafür ist Kölsch und Kräutern geil. Ja. Während dem Level einfach nebenbei ein bisschen Gold machen, das stimmt. Die Axt würde ich. Würde ich die Axt mitnehmen? Nee. Ich pass. Was ich aber jetzt kurz mal machen kann. Holdwitch, kriegt mal meine. Nicht genug Platz. Leute, wir sind alle platzarm. Glaubt ihr, es hat schon jemand große Taschen hier verkauft? Ich habe durchgezogen, ja. Aber langsam werde ich richtig müde. Also mir wird schon ein bisschen schwindelig. Vor Müdigkeit. Also ich krieg so einen. Ich krieg so einen müden Blick, dass ich durch den Bildschirm durchschaue. Kennt ihr das? Weil meine Augen nicht mehr fokussieren können. Und dann sehe ich halt alles verschwommen, weil ich nicht mehr fokussiere. Ich muss mal gleich hier Augentropfen mir reinballern. Das mache ich gleich mal nach dem Pull hier. Genau, trinken tue ich genug, ja. Aber die Augen, die werden halt, die trocknen außen, die Dinger. Vor allem, wenn du viel am PC sitzt, blinzelst du weniger, automatisch. Und weniger blinzeln, trockene Augen, müde Augen. Deswegen einmal. Einmal Tränenersatzmittel reinballern. Oh, jetzt wieder schön. Jetzt geht wieder. Oh, ich kann wieder super gerade sehen. Wie ist der Warrior bis jetzt? Im Endeffekt spielt er sich genauso wie ohne SOD. Also wirklich. Es fühlt sich 1:1 genauso gleich an wie ohne die Runen. Natürlich hast du 2, 3 Spells, die den anders machen, aber das Gameplay ist genau das gleiche. Besser als Paladin. Ich habe kein Paladin gezockt. Kann ich nicht sagen, aber ich glaube, Paladin fühlt sich stärker an als ein Warrior. Definitiv. Oh. Pala spielt sich wie ein Vodka, das glaube ich, ja.
Ich habe so viel Mist in den Taschen, Leute. Es tut aber weh. Ja, du chargst rein. Und alles verfehlt. Malachit hoch zu Kupfer, aha, ja. Das Ding ist, diese ganzen Sachen, ja, die hier droppen, die werden im Aha nichts wert sein. Also wenn ihr irgendwie Gold habt, übrig habt, ihr solltet euch diese Sachen kaufen und auf die Bank packen, weil irgendwann wird nicht mehr gelevelt in diesem Bereich. Ja, also nicht jetzt bald, sondern soonisch. Und dann, na, verkauft ihr den Kram wieder. Das ist so Anti-Inflation. Ja. Eure Kaufkraft wird zwar nicht besser wahrscheinlich mit dem Gold, was ihr dadurch dann gemacht habt, aber euer Gold wird nicht weniger. Weil Gold entwertet ja, also Raw Gold. Deswegen willst du eigentlich, wenn Classic WoW anfängt, also Fresh anfängt, du willst eigentlich so wenig Raw Gold über die Zeit oder über die Phasen mitnehmen wie möglich. Du willst eigentlich immer Items kaufen, wie zum Beispiel Elementar Erde, Elementar Feuer, Black Lotus, ja, den Leute später viel brauchen. Wir werden euch zerquetschen. Moment. Damit euer Gold nicht entwertet wird durch die Inflation. Und das fängt natürlich auch schon früh an. Ja, deswegen so Sachen, die jeder braucht. Ja, meinetwegen auch Erze und so, wenn die wirklich auf dem Vendorpreis sind. Wie zum Beispiel hier. Da steht Auktion 1 Silber. Vendorpreis 1 Silber. Tigerauge. Schattenedelstein. Right? Die Dinger könnt ihr 100 pro kaufen. Und wenn es dann doch nicht hochgeht, der Preis, habt ihr immer noch einen Vendorpreis. Rumliegen. Ich nehme das Ding gleich ab, keine Sorge. Junge, Junge. Der kriegt das Fullset heute. Muss er wieder was wegwerfen. Den Edelstein. Also ich werde, glaube ich, auch einiges kaufen. Mal sehen. Der ist bei den Kolgas, ja. Ich kann dir den nochmal zeigen. Also... Der dritte Knopf, der droppt hier unten, bei Senge. In dem Ding. Bei mir war es der erste Mob, ich habe ihn direkt bekommen. Du hast 300 Mobs gekillt. Hast du den vielleicht schon in der Tasche oder so? Guck mal nochmal in deine Tasche. Kann das sein, dass er schon da ist? Und du den übersehen hast? Ist nicht da, okay, das ist krass. Jo, geht Zeit zu deinem Bogen. Der sieht auch nicht unbedingt aus wie ein Kopf. Ich glaube, der Kolka sieht eher aus wie so ein Pferd. Ding. Oh. Nehme ich tatsächlich mit. Nehme ich tatsächlich auch mit. Tut mir wirklich leid, ey. Aber es sind wirklich Sachen, die ich brauche. Wo ist denn diese Ladung? Habe ich die gewonnen? Ich habe aus jedem Schwert gewonnen. Ah, Premix hat Ladung gewonnen. Okay. Okay, das ist aber echt komisch, dass es so lange braucht mit Droppen. Weil bei mir kam es, wie gesagt, wirklich sofort.
Ich muss das wegwerfen. Geil. Vielen Dank. Mein erstes Rezept, Leute. Uiuiui. Holy moly, was droppt denn hier, Leute? Kriegsbemalungsbeinschützer. Meine Lieblingshosen. Es ist verrückt. Ja, wir haben uns verlaufen, oder? Ne, wir gehen immer links. Haben wir uns... Wir haben uns verlaufen, oder? Du bist gestern mit 17 schlafen gegangen, jetzt kann ich nicht mal mehr in die Queue, weil selbst die Queue zu voll ist. Ja, ich hatte gestern auch eine Queue für die Queue. Jo, Immo. 150 Millionen Queue. RIP. Da tut mir sehr leid. Wir können hier lang gehen, glaube ich. Ich glaube, wir können hier lang. Ich habe so ein Gefühl. Ja, besser keinen Disconnect bekommen. Dann geht's sofort ins Bett. Aber ASAP. Ab in die Haier. Ab in die Koje mit dir. Leute, wir laufen hier gerade. Keine Ahnung, wie ich gerade laufe. Ich bin jetzt so müde, ich weiß nicht mehr, was abgeht. Also ich laufe einfach gerade nur noch irgendwo lang. Premix stirbt hier fast weg. Da hinten müssen wir doch hin. Wir sind richtig. Also, so fast richtig. Da hinten müssen wir hin. Da ist nämlich Skunk. Oder? Nee. Nee, da war Lord Cobra. Also normal laufe ich immer links. Links. Immer links. Links. Hier. Ah, hier sind wir über Skunk. Okay, wir haben ganz schön viel gepullt, ne? Ich habe mich gerade gewundert, wieso geht mein Thunderclap nicht? Ich habe meine Hose wieder neu dingsen. Meine Hose wieder neu verzaubern damit. Weil ich habe eine neue Hose an jetzt. Das macht natürlich Sinn.
Ich habe meinen Kick leider nicht ready gehabt. Was macht Premix eigentlich da hinten mit dem Ding? Ja, du kannst Otter wohl zähmen, ja. Diese Minitiere. Da habe ich auch einen gesehen. Da stand irgendwie dran, Otter sind jetzt zähmbar als Haustiere oder sowas. Das war seine Rune oder so. Da lief auch einer mal an mir vorbei. Warte, ich bin immer noch in Fight. Oh. Vielleicht habe ich mich verklickt und kochendes Blut angemacht. Tut mir sehr leid. Wenn jetzt der Umhang droppt, ne? Dann geht Premix wirklich full geared hier raus. Krass. Der ist wirklich gedroppt. Der, das ist der Loot Run aus der Hölle. Nur noch ein Bogen und ein bisschen Set-Teil, oder? Was droppen muss. Schmeiß mal diese Sachen weg. Ich habe die Mystiker Wollwäsche gewonnen. Was war denn drinnen? Mal auch reingucken. Zauberweste. Mit 5 Int. Die nehme ich. So, Schleim, kommen Sie her. Also mein Problem ist wirklich Rage-Generierung. Da ist ein Riesenproblem. Aber ich habe das Gefühl, ohne Schild kriege ich zu viel ins Gesicht aktuell. Ich würde Dual-Wielden, glaube ich. Aber dann müsste ich... I don't know. Ein besseres Gear haben einfach. Damit sehr gut gehen. Dann würde ich vielleicht Dual Wielden mit... Nicht mit der verwüsten Glyphe. Sondern mit der Glyphe, dass ich mehr Damage mache. Mehr Rage bekomme durch Damage oder so. Sowas kann ich mir vorstellen. Oder man wartet einfach ab, was sonst noch so für Sachen droppen. Akku-Problem hast du nicht. Na, es geht noch. Ich habe halt nicht genug Wut, um zum Beispiel Thunderclap auf CD zu halten. Das würde wahrscheinlich gehen mit einer Offhand. Später dann. Das wäre schon ganz cool, wenn ich es könnte.
Weil Thunderclap jetzt wirklich tatsächlich mal Sinn macht zu drücken auch. Wäre wahrscheinlich auch noch entspannter, wenn ich eine Axt an hätte. Dann hätte ich weniger Ausweichen und so vom Gegner. Machen die da hinten wieder? Und was machen die da vorne wieder? Den da hinten haben sie, oder? Ja. Kann ich nicht kicken, leider. Ich muss ja so viel liegen lassen, ne? Was habe ich denn bisher fertig? Eine Quest. Die haben wir gleich fertig. Die haben wir gleich fertig. Mir fehlt noch richtig viel von den anderen Mets und so. Ich muss schnell die Rangers hier vom Healer runternehmen. Das ist Klassiker. Und Alcaz. Also, SOD ist hier Vanilla. Vanilla Classic. Danke, kein Problem. No problem. Der Flaum war da. Ja, ich krieg schon noch welche. Kriegst jetzt so oder so nicht mehr voll. So, und jetzt muss der Bogen droppen, ne? So, Lott. Und was drin ist. Also wenn der Bogen kriegt, wäre ein Zähn. Der will ich droppen sollte. Wäre ziemlich irre. Der Bogen prockt nämlich sogar ziemlich oft. Der ist gar nicht mal so ohne. Ah. Aber immerhin die Hose, die Schuhe. Ich sag mal so, bei den Schuhen hat er auch Set-Bonus wieder weitergepolstert. Ne? Hat er jetzt nicht Full-Set sogar? Nee, Handschuhe fehlen noch, ne? Ja, es fehlen nur noch die Handschuhe, tatsächlich. Der haut ein bisschen rein, der Boss, ne?
Ich erinnere mich. Der macht irgendwie so einen Stomp oder sowas. Das ist kein Hardgirls SOD. Genau, dieser Stomp hier. Und wenn der dann irgendwie mit seinem Slap zusammenkommt, macht das ziemlich Aua. Ui. Leute. Das Samenschild ist gedroppt. Cool. Wir haben das Samenschild bekommen. Schild der Samen. Inventar ist voll, ich kann es nicht anziehen. Nein, ich kann meine Waffe nicht wechseln. Ne? Richtig nice. Auf jeden Fall gut Armor drauf. Ne? Int und Wille bringt mir nicht so viel. Also Wille ist okay, aber ich habe einen Healer dabei. Aber es hat gutes. Gute Rüstung. Natürlich wäre das beim Crash geiler wegen. Dings, ne? Wegen dem Death Rating. Aber schon gut. Wie viel hat 3 Quests, ne? Das tut schon weh. Das wird nicht fertig haben. Wobei man die 3 halt auch draußen machen kann. Kannst auch vor der Tür machen, die Dinger. Was hat der Endboss dabei? Oh, die Brustplatte. Die wäre verrückt. Die wäre legit verrückt, wenn ich droppen würde. So, hier kommen jetzt gleich die Raptoren rein. Hier kommen die ja zu. Angelaufen. Ah, da sind sie. Ich habe nämlich eine Klage, Sans. Ach so, doch eine habe ich, ne? Ich muss auch dringend mal auf meine Bank meine Sachen draufpacken. Und morgen, das erste, was wir machen, sind Berufe. Ja, die mal fixen. Meine Taschen aufräumen, Berufe machen. Alles fertig regeln.
Habe ich da drüben nicht geklärt? Scheint nicht, ne. Okay, der gute Dudu hat ganz schön ins Gesicht bekommen gerade, ne? Bad. Der wird immer noch gehauen. Bitte lass ihn in Ruhe. Ah, wir hätten hier clearen sollen vorhin, ne? Das war nicht so clever. Du misst Rocket Boots? Ja, vielleicht kommen ja nochmal welche. Ich meine, es gibt welche in Klassik, aber die sind nicht ganz so cool. Die sind ein bisschen langsamer und fliegen öfter in die Luft. Oder stacken auf der Stelle. Jo, und Devi hat noch. Warte, der läuft einfach weiter? Nee, kann ich nicht sagen. Ich habe euch erwartet. Ich hoffe so, dass diese Brustplatte droppen wird, ne? Also bei mir droppt normalerweise immer der Ring. Und der Ring wäre cool für 3 Leute hier. Oder 4 Leute sogar. Aber Brustplatte würde ich auch nicht nein sagen. So, der rennt hier komplett durch. Und das ist der letzte Mob, der nervt. Und dann kommt der Murloc. Mögen euch die Winde. Ja, wir müssen da Legend direkt nochmal wieder rein. Aber ich muss unbedingt die Taschen lernen. Ne? Ist schlimm. Ich meine, der Dungeon hat fast ein Level gegeben, ne? Das ist schon verrückt. Gegrüßt. Kein Platz. Ohne Quest abgeben, genau. Dann würde er auch nochmal dazukommen, ne? Ich krieg die Dinger nicht eingesammelt. Jetzt habe ich sie. War ein bisschen gedauert. Ne? Jetzt kommen die kleinen Viecher, right?
try. Ich meine, ohne Schild kann ich so oft meinen Thunderclap drücken, weil ich so viel Rage kriege. Das ist schon ganz geil, ne? Ind- und Ausdauerring. Und ich habe sehr viel Klagesens bekommen. Oh mein Gott. Oh, holy Schmuck. Nein. Joink, er hat mein Item gejoinkt. Mein Rucksack. RIP. Er hat einfach meinen Rucksack gejoinkt, den 10-Platz-Rucksack. Sad. Ich habe mich schon gefreut. Aber genommen. Moins. Aber gut zu know, dass die Dinge hier droppen können. So, Brustplatte. Brust, Brust, Brust. Please. Jo, sie ist wirklich drinne. Insane. Die Brustplatte ist sehr, sehr gut. Also wirklich eine insane Brustplatte. Den Splitter. Ich meine 5 Ausdauer. Ich glaube, die sind besser als die von dem Splitter, ne? So, da muss ich ganz schnell verkaufen. Aber sowas von. Und dann können wir gerne nochmal rein. Vielen Dank. Danke, danke.